Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die bei Let's Survival in der Alpha 14. Und ihr seht noch den Loading-Screen, weil ich wieder neu beginne, eine neue Session, beziehungsweise wieder eine neue Aufnahme. Ich werde wahrscheinlich heute zwei aufnehmen. Und ich warte gerade, dass das Spiel lädt. Das dauert einen kleinen Moment. In der Zwischenzeit können wir kurz sprechen. 7 Days kommt gut an, muss ich sagen. Da habt ihr sehr viele Kommentare geschrieben. Und warum ich auf die Alpha 14.2 gewartet habe, das sieht man bei Omme. Der hat nämlich viele Bugs. Oder beziehungsweise in der Folge 3 wohl, meinte er, stirbt er an einem Bug. Und das sind so die Gründe, warum ich eben nicht gleich losgelegt habe. So, willkommen zurück. Wir brutzeln hier und brutzeln hier und essen und trinken. So, ich würde mal sagen, ich esse auf jeden Fall erstmal mich ein bisschen satt. Ich tue die mal runter, dann kann ich die so in die Hand essen. So, es wird bald wieder Tag. Der Mond ist so ein bisschen Viertel. Ich habe das richtige Rhythmus. Ihr seht wenig, glaube ich. Das liegt halt daran, dass ihr bei YouTube immer eine tiefere und dunklere Wiedergabe habt als ich. So, wir sind satt gegessen und satt getrunken. Das ist sehr gut. Das kann ich mal noch wegbringen. Ja, genau. Also, das ist halt bei euch dann immer dunkler. Kann ich leider nicht viel tun, außer dass ich nachträglich mal bei YouTube versuche, die Nacht ein bisschen heller zu machen. Aber bitte nagelt mich nicht fest, wenn ich es vergesse. Das kann durchaus passieren. Weil ich da auch nicht immer dran denke, wenn ich das jetzt gerade hochlade. Ich gucke mir zwar die Folge nochmal an und dann sehe ich es meistens, aber das ist nicht garantiert. Weil auch die Monitoreinstellungen bei dem einen oder anderen natürlich anders sind. Und ich habe hier einen relativ hellen Monitor und ihr könnt einen relativ dunklen haben und dann ist das Ganze schon wieder völlig anders. Ja. Da, da, da. So, dann können wir doch bald wieder einen richtigen Bogen basteln. Den habe ich ja kaputt gemacht. So, da geht es doch schon mal viel besser mit dem Gräber ausheben, wenn man eine ordentliche Schaufel hat. Eine 161er, damit kann man doch, glaube ich, arbeiten. So. Ich werde jetzt erstmal den Timer starten. Jetzt, wo der Tag beginnt. Machen wir 20 und ich werde eh überziehen, deswegen passt das schon. Du hast hier nichts in meinem Garten zu suchen. So, das wird mein Garten. Mein persönlicher Garten. So. Ja, wir schauen mal, was wir so in den Gräbern finden. Hier ist nochmal ein Metmol-Grab. Da ist bestimmt eine Pistole drin oder eine Hantel oder ein Motorrad. Oder zwei Togens, die sind auch schwer. Kommt. Ja, wir machen jetzt die Gräber und dann gehen wir nach Osten, die Straße entlang. Und dann möchte ich mal gucken, was man so noch findet. Da ist gar nichts drin. Hallo? Das Grab ist leer. Das ist doch Verarschung. Verarschen. Das ist auch leer. Die wollen mich verarschen. Das ist bestimmt alle hier leer auf der Ebene. Da haben die vergessen, da hier Gräber reinzumachen, oder? Die sind schon verrottet. Ja, die sind alle wieder. Na gut. Gehen wir wieder hin.
bisschen Erde, da kann man dann was anbauen. Duct Tape. Das hält sich aber lange, das Duct Tape. Und was die mit dem Token wollten, das weiß ich auch nicht. So, da hätten wir. Okay. Dann graben wir hier weiter. Grabschändung. Ich wette, hier gibt es wieder nichts. Aber wir wollen es ja mal probieren. Ne, also ich denke mal, die ganze Reihe ist kaputt. Hier ist noch eins. Ja, das ist doch gut mit der Schaufel. Kann man schon mal arbeiten. Wir brauchen sowieso Erde. Denn die Erde für Laub. Ja genau, für die Saat gut und so weiter. Weil auf Sand geht das ja nicht. Das heißt, wir müssen sowieso Erde benutzen. Da bauen wir dann hier schön. Ja, das ist doch mal schön ein Rezept. Nicht was? Oh. Ein Großpool ist immer gut. Ich werde es in diesen Folgen auch bald auch benutzen. Wenn ich den dann bauen kann. Ja, seht ihr. Handschuhe, Leder. Ja, Rezepte im Boden. Das ist doch mal cool. Wir haben es jetzt 5 Uhr. Noch viel Zeit. Bullet Case im Grab. Naja, das ist doch mal was. Wie die Bücher sich so lange halten. Die müssen doch schon Tote drin liegen. Tote drin liegen, ja. Das ist in Deutsch wieder vom Let's Survival Wahnsinn. Ich disse mich heute selbst. Ja, was soll ich sagen? Ein MacDiver-Book. Ja, geil. Also es lohnt sich schon, die Gräber aufzumachen. Ich glaube, das glaubt mir keiner. Es ist Wahnsinn. Das ist echt cool. Scrap-Helm, Scrap-Rüstung. Wow. Da werden die ein oder andere anziehen. So. Hier hätten wir noch Gräber, ne? Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Warum sind die denn? Gar nicht. Hier ist nichts. Nein, das sind wieder so Gräber, die nicht funktionieren. Na, ich will da bloß. Hier liegt nichts. Okay. Da hat man vergessen, ein paar Gräber runterzumachen. Cool. Also nicht alle Gräber sind gefüllt. Eine Dose. Immer gut. Und was finden wir hier? Nichts. Das ist doch typisch. Ja, machen wir noch die auf, die jetzt noch über sind und dann gehen wir los. Denn das ein oder andere Grab wird bestimmt noch eine Überraschung haben. Oder auch nicht. Ja, ich hätte gerne so ein Hunting Whistle Book. Auch wenn mich jeder jetzt auslacht für mein Englisch, aber... Hunting Rifle Book oder Hunting Ruffel. Ich sag jetzt Hunting Ruffel. Ja, Hunting Ruffel. Ah, Shotgun-Thematik für Slug-Munition. Ja, das ist. Wird immer schöner. Ich kann schon einiges bauen. Ist ja geil. Ja, Bullet-Tip kann ich jetzt quasi herstellen. Wird jetzt damit freigeschaltet. Und meine Schaufel ist gleich wieder kaputt. So. Blues Poo Seed. Was ist das? Plant Seed and Dirty to Grow a Sweet. Ah, ein Baumsamen. So, das letzte Grab, so wie ich sehe. Und nichts. Gut.
Dann hätten wir jetzt alle Gräber aufgeschaufelt, die ich so finden kann. Hier scheint noch eins zu sein. Das ist ja komisch. Aha, ich hab's raus. Die sind gar nicht. Alles klar. Dann muss ich hier nochmal schaufeln gehen. Das liegt wohl daran, dass die Gräber verschoben sind. Das könnte ein Fehler vom Spiel sein. Hier sind sie richtig, aber da ist nichts drunter. Und hier sind die weiter vorne. Da, seht ihr? Da ist Erde. Da. Okay. Mal gucken. Ja, die sind weiter verschoben. Da müssen wir die halt noch aufmachen. So. Alles klar. So. Dann noch neben dem Baum. Der verdorrte Baum, da muss was drin sein. Denn der ist ja so nicht umsonst verdorrt. Ja. Lederschematik für Rüstung. Für einen vorne, den, genau. Gut, machen wir hier noch mal aus Spaß, weil. Nee, da ist nichts. Gut. Alles klar, dann haben wir ja schon ein paar Rüstungen raus jetzt hier aus den Gräbern und ich würde sagen, wir leeren uns noch mal und gehen dann Richtung Osten an der Straße lang. Das quäppe ich mal. Das quäppe ich. Ja, das quäppe ich. Und. Was können wir noch mitnehmen? Was brauchen wir nicht? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit für unterwegs. Das tue ich mal hier rein. Das brauche ich jetzt nicht. Den Samen tue ich da rein. Das brauche ich zu Ducktape. Brauche ich das doch wieder? Ducktape. Skillen. Tue ich hier mal rein. Dann tue ich. Was tue ich noch rein? Das glaube ich noch. Und das. Die nehme ich mit. Die Nägel da rein. Dann Sand da rein. Die Erde da rein. Und das da rein. Dann hätten wir noch das. Das und das. So. Bullet Casing. Kann man schon fast Munition basteln, wenn wir jetzt die Skillpunkte verwenden würden. Wir haben Munition im Tute. Das weiß ich. Nee, die haben wir da rausgenommen. Okay. Wo hatte ich die denn hingetan? War die da? Ach ja. Da war die. Die Shotgun-Munition tun wir da mal rein. So, Federn und so weiter brauchen wir natürlich auch. Und wir brauchen einen neuen Bogen. Das sollten wir nicht vergessen. Die hier tun wir mal mit dahin, damit wir die nicht verlieren. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das wollte ich nicht mitnehmen. Da. Also, da könnte ich ja nochmal zwei Ducktapes machen. Ich weiß, das ist jetzt nicht sehr spannend, aber wir gehen ja gleich los. Irgendwie muss das ja, gehört das ja zusammen. So, wir haben Dosen. Dosen. Und wir nehmen zwei Dosen Wasser mit. Für alle Fälle. Wir haben jetzt noch die Aufgabe, uns eine neue Stone Axe. Die brauche ich nicht. Aber ich brauche einen neuen Bogen. So. Der wird jetzt hoch sein, glaube ich. Es könnte gelb. Naja, nicht ganz. Okay. Aber immerhin. 102 Pfeile. So, wir brauchen noch den einen oder anderen Woodframe, um hier wieder rauszukommen. Einfach damit man es ordentlich hat. Ich werde hier oben dann auch nochmal so einen Abschluss reinmachen, damit die Zombies noch weniger vorbeikommen. Ich denke mal, dass das cool wird. So, ich hätte ihn natürlich gleich mitnehmen können.
Richtung Osten wollen wir. Genau, die Straße lang hier. Da werden wir schon irgendwo hinkommen. Federn mitnehmen, immer Federn mitnehmen. Okay. Yucca und so weiter nehmen wir natürlich mit. Brauchen wir alles. Und natürlich werden wir die ein oder andere Kakteen farmen. Und Zombies werden wir auch töten wollen. Das gehört dazu. So. Ja, das ist nun der erste Zombie, den wir töten werden. Das ist nämlich die Krankenschwester heute. Ich jetzt voll einer auf die Schnauze. Immer ein Stückchen höher zielen, haben wir ja schon gelernt. Schön, wenn der Stein im Weg ist. Aber du hast nichts für mich. Das ist toll. Ich liebe dich, meine Liebe. Ich liebe dich. Ich liebe dich so abgrundtief, dass ich dich einfach nur verprügeln könnte. Puh. Ja. Heute ist im Hintergrund übrigens kein Geräusch. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass in der letzten Folge ein paar Geräusche im Hintergrund waren. Aber die Küche ist halt eine offene Küche. Und, also leider, man sieht halt dann diejenigen, wenn er mal in der Küche steht. Ja, komm, hallo. Wow. Und die hatten Alkohol dabei. Ui. Und ein kleines Glas. So. Samen. Da können wir uns dann Bäume anpflanzen. Auch nicht schlecht. Da wir ja hier keine wirklichen Bäume haben, ist das gar nicht so verkehrt. Und man sieht hier in der Wüste auch ganz gut die Bäume, genau. Die Bäume, sag ich schon. Die Nester. Ne? So, was haben wir denn eigentlich an? Was könnte ich denn noch verbessern? Ja, das könnte ich mal noch austauschen irgendwann. Das ist heiß. Ja, zwei. Ich wollte sowieso mal probieren. Moment, das wollen wir mal probieren. Ne, den gibt es ja gar nicht. Der heißt ja nicht, der hieß anders. Da kann man die Temperatur nämlich umschalten. Da muss ich nochmal schauen nach der nächsten Folge. Wieder die Beine gebrochen. Willst du mich verarschen? Naja, fall mal um. Boah, was ist denn hier los? Du musst umfallen, du bist mir zu schnell. Ja, hallo. Na, komm her. Ich werde erstmal das Leben hier lügen, der hier umgefallen ist. Der da. Der ist ja tot, der Zombie. So. Werde ich mal ganz kurz wieder zurücklaufen und den anderen lügen. Die Zauber hier sind ordentlicher. Ich habe auch schon mal besser gezielt. So. Nein. Es ist halt noch nicht ganz so sicher. Ja, fall mal um. Ein Bieger. Jetzt habe ich Schwellen verloren, weil er mich gestunt hat.
Na, komm her. Leck mich doch. Ich geh erstmal looten. Ach ja, dreh dich um im Boden. Na komm her. Da waren es mal von den Federn nicht mehr viele. Jetzt muss der Wackeldackel natürlich sich bewegen. Ich dich liebe. Da ist ein Hase gestorben. Ja, komm her, du. Ja, ja, ja. Fall um. Ja, bist ja schon am Boden. So, jetzt habe ich natürlich wieder das Problem. Ich habe jetzt 58 Fahrenheit. 98 Fahrenheit. Wir haben den Hut hier gefunden. Den schreibe ich mal. Wir brauchen Yucca-Saft. Und zwar gibt es das hier. Yucca. Das müsste kühlen. Rein theoretisch. Müsste da kühlen. Das wäre gut. 96, okay. Geht wieder runter. Das passt schon. Ach ja. Wir haben, also über 100 sollten wir nicht kommen. Dann wird es kritisch. 95 geht wieder, also wieder runter. Wegen dem Kämpfen und dem Rennen wahrscheinlich. Hat er sich ein bisschen... Ja, genau. Cool Twink. Genau. Macht mich jetzt kühler. Also, ja, die Wüste hat alles, was wir brauchen. Auch zum Kühlen. Für alle, die es noch nicht wussten. Ja, ich denke schon, dass das einige schon wussten. Wobei in der Alpha 13 hat man sich eher relativ selten in der Wüste aufgehalten. Kam mir so vor. Da ist man relativ schnell geflüchtet wieder. Ah, da ist eine Tankstelle. Oder eine Werkstatt. Eine Tankstelle. Ja, okay. In den Diners, das ist mit Tankstelle, okay. Sehr gut. Dann machen wir noch ein paar Pfeile. Und dann gehen wir den Zombies jagen. Okay, hier ist zumindest eine richtige Straße. Okay, die Zeit sagt, wir sind am Ende. Ich werde trotzdem noch in das den Diner reingehen und dann da drinnen das Looten am nächsten Tag machen. Oh, was zu essen, was zu trinken, immer gut. Also was zu essen, mittrinken. Moment, Timer. Ja, ich werde wie immer natürlich überziehen. Das ist doch logisch. Warum sollte man das nicht tun? So viel haben wir noch nicht geschafft. Ist relativ ruhig. Ne? Habe ich schon die Zombies aus dem Diner rausgezogen. Ja, das wird doch nicht schlecht. Wenn ich da drinnen bin, ist sowieso wieder voll. Skill and Weapons Smithing is now level 8. Okay, ich bin jetzt Level 8 im Waffencraften wegen den Pfeilen. So, das ist gesperrt, die Tür. Könnte natürlich mit einem Stone Axe die aufmachen. Also schau trotzdem mal, ob es vielleicht noch einen anderen Weg geht. Ja, also hier ging es doch hoch, oder? Ja, denke ich auch. Ja, logisch. Gehen wir erstmal hoch. Gucken mal, was hier oben gibt. Oh, mit Kabeln diesmal. Gut. Hier oben gibt es also keinen Zugang. Okay. Schade. Ist aber dann so. Sieht aber cool aus. So, wenn wir Stoff finden, man muss natürlich wieder ein Bandana. Ihr wisst schon.
Einen Splint. So, hier kommen wir doch bestimmt durch. Ja. Muss ich nicht durch die Tür hacken. Sehr gut. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen, den Diner. Sieht schon mal echt geil aus. Da muss ich sagen, haben die Funpimps wieder mal sehr gute Arbeit geleistet mit ihren neuen POIs. Points of Interest. Hier könnte man natürlich auch wohnen, ne? Das ist gar nicht mal so verkehrt hier. Kasse. Wasser. Gläser. Ach ja, bin ich glücklich. Mit einer Durchreiche aus der Küche. Auch geil. Schauen wir uns gleich mal richtig an. Und dann beenden wir die Folge. 12 Uhr mittags. Gute Zeit zum Aufhören. Abhören. Zum Aufhören natürlich. Da ist noch ein Mülleimer. So, und was sich hier hinten in der Küche so an Loot befindet, das werden wir in einer späteren Folge sehen. Nämlich in der Folge 4. Und damit beende ich jetzt diese... Jetzt beende ich diese kleine Aufnahme und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer einen Kommentar da lassen und in der nächsten Folge reinschauen. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr euch einfach beteiligt an der ganzen Sache. Ja, dann würde ich sagen, bis dann und alla viderci. Tschüssi.